was wird denn erwartet hier? Eigentlich ein sehr gutes Essen, leckeres Essen, eine Küche, die die vielleicht noch nie so getestet haben. Nicht nur syrische Küche hauptsächlich, sondern mit einem Hauch von der westlichen Küche, da wir auch beides kombinieren, also richtig international. Und eine schöne Ambiente hier und Sauberkeit natürlich und auch gute Qualität. Das sind die Holzkohlenspezialitäten mit syrischen Gewürzen. Das ist eigentlich hier so die Renner von verschiedenen Fleischsorten und auch Hähnchen natürlich. Und dann haben wir die berühmten Pasteten, die wir da selbst auch dann hier zubereiten, hier in der Küche mit frischen Gemüsen, Olivenöl und Petersilien. Was auch jetzt wirklich sehr beliebt ist, sind die Falafel. Die sind sehr beliebt und die machen wir auch wirklich mit dem Originalrezept wie aus Syrien. Und das schmeckt wie dort in der Heimat. Hauptsächlich haben wir Leute hier, die, die sich hier als Flüchtlinge natürlich angemeldet haben in Deutschland, um denen wirklich eine Chance zu geben, damit sie ihre Zeit auch ausnutzen, damit sie einen neuen Job finden, damit sie sich integrieren, der Kultur hier anpassen, sich auch an die Gesetze halten. Natürlich haben wir auch andere Leute, die hier arbeiten. Die meisten davon kennen sich auch schon ein bisschen mit der Gastronomie aus. Die haben da auch das vorher in dieser Branche auch gearbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Chance, denen hier mal etwas zu geben, was die wirklich in ihrer Heimat verloren haben jetzt. Ja.